So, nun zur Looping-Aufgabe. Die Looping-Aufgabe hat ein ganz wichtiges physikalisches Prinzip, nämlich das Gleichsetzen von Kräften drin. Und sie wirkt zwar am Anfang komplex, ist dann aber im Endeffekt ein Standardverfahren, das wir in ganz vielen Situationen brauchen. Hier wird jetzt nur das Grundprinzip erklärt. Die komplette Lösung ist zu lang, und die könnt ihr dann eben schriftlich nachlesen. Ich habe sie aber auch sehr ausführlich geschrieben. Okay, was ist eigentlich das Problem, wenn wir durch ein Looping laufen? Naja, wir würden normalerweise rausfallen, weil ja die Gravitation an uns zerrt. Das bedeutet, wir rennen rein. Sagen wir sind total schnell und schaffen es wirklich hier über diesen Punkt hinaus. Jetzt aber wird uns quasi die Haftung an den Füßen entgleiten und wir fallen raus. Zack. So. Dies liegt daran, dass die Gravitationskraft ziemlich stark an uns zieht. Und eine Sache sehen wir schon. Naja, wir fallen ja in einem Bogen. Und das wollen wir jetzt im Folgenden ausnutzen. Also löschen wir diese Situation wieder. Und jetzt überlegen wir uns, welche Kräfte wirken. Ich laufe ein Looping und das ist ein Kreis. Immer wenn ich einen Kreis laufe, brauche ich eine Zentripetalkraft, die zur Kreismitte zeigt. Das heißt, irgendwas, das mich in die Mitte zieht. So, allgemein ist es so, wenn wir hier reinrennen, dass wir ja durch die Bahn da unten, also durch den Looping selbst, auf die Kreisbahn gezwungen werden. Das spüren wir auch. Plötzlich gibt es einen Anstieg. Wir spüren einen höheren Druck in unseren Beinen, weil wir diese Kurve mitrennen müssen. Und das liegt daran, zusätzlich zur normalen Kraft, die wir zum Laufen brauchen, noch die Zentripetalkraft des Kreises dazu kommt. Und übertragen wird es durch die Wand des Loopings, weil der zwingt uns ja, dass wir diese Bahn machen. Also, das heißt, wir üben die Zentripetalkraft aus, indem wir ja die Wand, also den Looping entlang rennen. Wenn es ein rollender Wagen ist, dann übt nur der Looping die Kraft aus, weil die Wand ja gegen uns drückt mit der Normalkraft. Ja, und dann drückt sie uns halt, wenn wir beispielsweise eben an dieser Stelle hier sind, nach links, weil die Normalkraft eben immer senkrecht zur Wand ist. Gut. Die Situation ändert sich an sich nie, auch nicht im obersten Punkt. Das heißt, wir brauchen immer diese Zentripetalkraft, die ist immer gleich. Ja, warum fallen wir dann oben raus? Wir benötigen zwar die Zentripetalkraft, um im Kreis zu laufen, aber es gibt ja noch die Gravitationskraft, die die ganze Zeit nach unten wirkt. Die Gravitationskraft wirkt speziell auch hier oben nach unten. Und jetzt können wir verschiedene Möglichkeiten haben. Wir können es haben, dass Fg kleiner ist als die Zentripetalkraft, die wir benötigen für den Kreis, oder dass sie größer ist als die Zentripetalkraft, die wir benötigen. Jetzt überlegen wir es uns. Es ist eine Kraft, die auch genauso wie die Zentripetalkraft im obersten Punkt zur Kreismitte zeigt. Wenn jetzt Fg größer ist als Fz, bedeutet das ja, dass wir eine Kurve machen, so wie wir auch bei der Zentripetalkraft eine Kurve machen würden. Aber weil Fg ja so groß ist, dass diese Kurve enger ist als die des Loopings, weil wir ja mit mehr Kraft, als wir bräuchten, durch die Kurve fahren. Das bedeutet, wir würden hier auch einen Kreis fahren in nächster Näherung, allerdings einen zu engen. Und deswegen fallen wir raus. So, wenn jetzt Fg zu klein ist, um durch den Kreis zu laufen, würden wir ja trotzdem eine Kreisbahn machen, weil es nach unten wirkt. Also senkrecht, also zur Kreismitte. Aber der Kreis wäre größer als der Looping. So. Jetzt ist es in Wirklichkeit natürlich so, dass Fg oben immer gleich groß ist. Und was wir nur steuern können, ist das benötigte Fz. Das bedeutet, wir machen jetzt die Situation ein bisschen anders, löschen wieder alle roten Pfeile. So, und sagen einfach, dass Fg hier oben diese Länge hat. Jetzt hängt ja von meiner Geschwindigkeit ab, wie groß mein Fz sein muss. Das heißt, wenn ich langsam laufe, ist das für den Kreis benötigte Fz klein, also auch kleiner als Fg, also ist die Kurve, die wir durch Fg fliegen, enger als die, die wir wollen. Wir fallen also raus. Also, weg damit, rennen wir etwas schneller. Und zwar rennen wir mal so schnell, dass das Fz, das wir brauchen, genauso groß ist wie das Fg, das wir haben.
In dem Fall wären wir oben kurz schwerelos, was ziemlich cool ist, weil die Gravitation wird uns ja von selbst genau auf die Kreisbahn zwingen, die wir jetzt benötigen, um, naja, den Looping zu laufen. Und selbst müssen wir dann gar nichts mehr dazu tun. Super Sache. Das heißt, das ist der Fall, den wir mindestens brauchen, weil wir dann nicht enger fallen, als der Looping ist. Es darf aber auch sein, dass das FZ, das wir benötigen, größer ist als das FG. Dann ist es so, dass wir halt den Looping noch unter unseren Füßen spüren, weil wir gegen ihn gepresst werden. Wir fühlen es so, als würden wir gegen ihn gepresst werden. Aber in Wirklichkeit stoßen wir uns halt jetzt am Looping noch weiter nach unten ab. Das heißt, wir würden noch zusätzlich über die Normalkraft eine Komponente dazu bringen und würden trotzdem diesen Kreis laufen. Das bedeutet, dass unser Fazit ist, damit wir im obersten Punkt nicht rausfallen, muss die Geschwindigkeit V oben so groß sein, dass FZ mindestens, also das benötigte FZ, so groß wie FG ist. Und dann wird ein Teil von FG in FZ, also falsch, dann wird ein Teil von FZ durch FG aufgebracht und der Rest eben durch die normale Normalkraft. Jetzt habe ich hier extra schon V oben geschrieben. Und das liegt daran, dass wenn wir unten im Looping sind, wir bis oben noch Geschwindigkeit verlieren. Gerade wenn wir auf dem Skateboard sind, auch im Looping werden wir nicht nochmal Gas geben können. Und der Trick, um das auszurechnen, ist auch relativ einfach, braucht ihr erst bei der B aber trotzdem schon mal jetzt. Nämlich, ihr verliert nach oben hin ja nur die Höhenenergie. Es geht also um Energieumwandlung in der Aufgabe. Das heißt, ihr könnt sagen, wenn ihr da hochkommt, braucht ihr ein E-Pod. So, das ist super, weil oben das Ekin, das hier übrig bleiben soll, das könnt ihr durch ein halb mv Quadrat oben berechnen, weil, naja, das soll ja die kinetische Energie sein, die übrig bleibt, und die Geschwindigkeit, die ihr dann habt, habt ihr ja gerade ausgerechnet, die ihr dann haben müsst. Das heißt, die Energie, die ihr unten braucht, also E gesamt unten, ist einfach das Ekin oben, das ihr berechnen könnt, plus das E-Pod, das ihr braucht, um nach oben zu kommen. Das ist der ganze Ansatz. Und dieses Eges unten ist natürlich kinetische Energie, weil am Anfang habt ihr nur kinetische Energie. Das heißt, ihr sagt Ekin unten ist gleich Ekin oben plus E-Pod. Und das ergibt dann einfach eine Gleichung. Ein halb mv Quadrat, und zwar unten ist gleich ein halb mv Quadrat oben plus m mal g mal h. Diese Formel können wir dann relativ einfach umstellen. Kürzt als erstes selbst m raus, löst dann nach dem v unten auf und ihr seid fertig. Das war eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Schlimmer wird es nicht, aber gerade um euch auf die Oberstufe vorzubereiten, müssen wir auch mal ein bisschen komplexere Aufgaben testen. So, ich hoffe, dass ihr jetzt spätestens den Lösungsweg versteht. Auch das, was ich gesagt habe, steht dann nochmal in Kurzfassung. Genau, viel Erfolg!